bin Valentina und ich mache meine Lehre zur Fachfrau Information und Dokumentation an der Universität Zürich. Momentan bin ich im dritten Lehrjahr. Grüezi wohl. Grüezi. Kann ich die Bücher bei Ihnen zurückgeben? Ja, sehr gerne. An der Theke kommen die Leute zu uns, die Auskunft brauchen, Bücher zurückgeben, Bücher auslehnen und vielleicht ein Thema haben, wo sie gerne Bücher dazu hätten. Und wir beraten sie dann gerne. Das ist gut so. Merci vielmals. Können Sie mir recht zeigen, wo die Pflege heute steht? Ja, sicher kann ich Ihnen ganz schnell zeigen. Genau, das wäre unser Bibliothekskatalog. Da finden Sie unsere Medien, die wir haben. Am Bildschirm gehen wir in unser Rechercheportal und dort gebe ich das Buch ein, das Sie sucht. Und dann wird uns die Signatur angezeigt, wo wir das finden, im Regal. Dann sehen Sie hier die Signatur. Und das ist auch dort, wo Sie es am Regal finden, aber das kann ich Ihnen sonst ganz schnell zeigen. Genau, das war das Buch, das Sie gesucht haben. Das können Sie sonst auch gerne an der Auslehthecke auslehnen. Danke. Im Magazin stehen die Bücher, die nicht für alle zugänglich sind. Also die zum Beispiel etwas fragiler sind oder älter und nicht jeden Tag angelangt und angeschaut werden. Und dann kommen nur wir Mitarbeitenden an. Also eine Bestellung zu einem Buch kommt digital zu uns. Und wir gehen dann entweder das ganze Buch holen und uns bereitstellen, damit der Kunde oder die Kundin das kann holen an der Theke. Und manchmal wollen sie aber auch nur einen Artikel und dann scannen wir das am Scanner einscannen. Bücher, die sollten nicht zu weit aufgemacht werden. Darum haben wir auch den Scanner, wo man die Höhe verstellen kann und sie möglichst gut anlegen, damit sie nicht kaputt gehen. Und auch sollte nicht zu viel Licht ankommen, zu lang. Also der Beruf ist sicher nicht so veraltet und verstaubt, wie man sich das vielleicht noch vorstellt. Es wird immer mehr digital und man schafft viel mehr am PC, als man sich das vielleicht vorstellt. Und alte Bücher gehören noch dazu, aber eben auch verbunden mit Digitalisieren und dass das dann auch elektronisch angeschaut werden kann. Im Büro bearbeiten wir Bücher, bearbeiten, bevor sie ins Gestell kommen. Da gehört dazu, dass wir es zuerst bestellen. Sobald die Bücher angekommen sind, erfassen wir es mit Hilfe unseres Bibliothekssystems im Katalog, erfassen, damit es dann nachher auch wieder auffindbar ist im Regal. Am Schluss tun wir noch das Buch ausrüsten, das heisst, wir kleben eine Signatur drauf, die am Buch vergeben wurde. Wir kleben die ausdrucken und dann aufkleben. Und am Schluss ist das Buch eigentlich fertig ausgerüstet und es kann dann im Regal versorgt werden. Ich würde die Lehre als Fachfrau Information und Dokumentation jemandem empfehlen, der gerne Kundenkontakt hat, aber gleichzeitig auch alleine arbeiten kann, einen abwechslungsreichen Job gerne hat und auch Teamarbeit schätzt. Wenn man gerne mit Büchern arbeitet, natürlich gehört das auch dazu, mit verschiedenen Medien umgehen können und sehr offen sein, um Neues zu lernen. Also man lernt ja alle Ecken und irgendetwas Neues.